Ah, jetzt hatte ich Ihnen ja versprochen, dass ich Ihnen verrate, was die ehemalige Bundesgesundheitsministerin und die Professoren, was die für eine Strategie haben. Ja? Und zwar nehmen wir eine von 20 Reformen raus, mit denen wir Geld generieren wollen und dieses Geld dann in die Klimaziele rüber tun wollen. Und das bedeutet, wir fangen mit der Gesundheitsreform an, als ein Beispiel. Jetzt stellen Sie sich vor, da drüben wäre jetzt eine Hausarztpraxis. Und ich hätte mir den gewählt als Hausarzt, weil ich gehört habe, der soll ganz gut sein oder sonst wie. Ja? Dann bietet der mir jetzt in Zukunft, braucht er keinen Papierkram mehr machen. Er hat also 50% seiner Arbeitszeit, kriegt er direkt durch die Reform frei, weil er nichts mehr einzeln abrechnen kann und darf und soll. Ja? Sondern es wird nur noch geguckt, wie ich mich gesundheitlich entwickle unter seiner Ägide sozusagen. Also er bietet mir spaßmachende Gesundheitskurse, Ernährungskurse, Sportkurse, einen richtigen Gesundheitssportverein kostenlos an, weil ich ja krankenversichert bin und bezahle. Und er macht sozusagen spaßmachende Tanzveranstaltungen ohne Alkohol und Zigaretten. Ja? Bringt so die Menschen wieder zusammen, so eine Art Health Lifestyle Club, Healthy Lifestyle Club oder so ähnlich, Gesundheitsclub. Ja? Und alles kostenlos, vielleicht mit Comedians gespickt, sodass da auch die Leute, die sich eigentlich gar nicht für Gesundheit interessieren, trotzdem hingehen, weil sie den Comedian sehen wollen. Ja? Und dadurch werde ich, der Arzt kriegt dann für jeden Monat, den ich gesund bin, das ist jetzt eine vereinfachte Darstellung des Ganzen, für jeden Monat, den ich gesund bleibe, kriegt er eine Prämie ausgeschüttet, sodass er nur noch dran verdient, wenn die Leute seltener krank werden. Und wenn ich schwer chronisch krank wäre, würde er, wenn er es schafft, dass ich ein bisschen weniger Tabletten brauche, weil es mir besser geht durch die Maßnahmen, dann kriegt er aus der Diskrepanz, wenn er Massage zum Beispiel anbietet mit und die Leute haben dann weniger Schmerzen, neben dem weniger Tabletten, kriegt er auch schon wieder Geld ausgeschüttet dafür, ja? Dadurch wird er sich Ernährungsberater reinholen ins Team, Masseure ins Termin reinholen und so weiter. Und wird so ein Spektrum an Gesundheitsförderungsmaßnahmen anbieten. Ja? Menschlichen, natürlichen Techniken und so weiter. Ja? Und dadurch sollen jedes Jahr erstmal 70 Milliarden eingespart werden. Wenn wir es schaffen, davon 55 Milliarden, denn wir müssen uns um die Pharmaindustrie kümmern. Wir müssen die ein bisschen entschädigen, weil die sonst mit ihren Verlusten dann Proteste machen und Lobbyisten schicken und so weiter. Wir müssen mit denen auch einen Deal machen quasi. Und dann, wenn alle einverstanden sind mit der Transformation und dann 55 Milliarden übrig bleiben, dann sagt Frau Merkel, okay, die 55 Milliarden gehen jetzt direkt ins Klima. Kohlestopp und so weiter. Wir finanzieren das, wir entschädigen alle und so weiter. Was halten Sie von diesem Grundmodell? Wow. Ja, das ist der Hammer. Das. Selbst war sie seit Jahrzehnten darauf. Ja, ich liebe ja solche Tanzveranstaltungen, wie Sie es gerade auch schon sagen. Es gibt die ja auch schon im kleinen Rahmen. Ich kenne die Rauchfrei-Disco zum Beispiel. Ja. Wenn ich mir jetzt vorstelle, oder Lach-Yoga-Clubs und so weiter, wenn ich mir jetzt vorstelle, das würde wirklich gefördert werden. Alles kostenlos, weil durch Ihren Krankenversicherungsbeitrag ist alles abgegolten. Ja, das wäre schon verrückt. Das wäre eigentlich teilweise die Umkehrung eines verrückten Systems zu einem gesunden System, oder? Ja. Genau. Woran scheitert es bis jetzt? Denn an sich müssten jetzt eigentlich alle Fridays for Future Hurra schreien und sagen, ja, das ist doch, klingt doch gut, machen wir doch sofort, bringen Greta und Luisa und die Professoren zusammen, die Bundesministerin zusammen, bringen Merkel zusammen und so weiter und machen das. Ja, und da gibt es ein Problem dabei, dass das, was ich vorhin beschrieben habe, das wiederhole ich jetzt nochmal, nämlich, dass wenn hier jetzt Greta säße, die weltberühmte Greta Thunberg, und Merkel da säße, 30 Journalisten drumherum, Pressekonferenz und wir da darüber talken, die Bundesministerin da sitzt und die anderen Professoren da sitzen und die Greta sagt nur einen Satz. Please let us talk about these reforms. Lasst uns darüber talken, über diese Reformen, diskutieren, kontrovers, Talkshows. Anne Will, da war ich ja schon mal als Greta Thunberg, wissen Sie, Greta Thunberg bei Anne Will, ja? Und so weiter. Lasst uns dort überall talken. Ist das der richtige Weg? Und liebe Frau Merkel, könnten Sie mir versprechen, den jungen Leuten in der Deutschland versprechen, dass wenn da Gelder generiert werden und die Professoren das wirklich kostenlos in ihren Ministerien schaffen, Geld zu generieren,
dass sie davon wirklich das, was übrig bleibt, nach Entschädigung aller Beteiligten, wirklich rübergeben in unsere Klimaziele? Können Sie uns das versprechen, liebe Frau Merkel? Ja, und dann, ich denke, die Antwort wird sein, ja, neues Geld, das kann ich machen. Ich hatte nur Probleme daran, jetzt den Leuten mit einer Steuererhöhung zu kommen, wird Merkel sagen, aber neues Geld, wenn wir wirklich durch die Gesundheitsreform, wenn wir es schaffen, die Pharmaindustrie so zu entschädigen, dass sie der Wende zustimmt und wir das wirklich hinkriegen, neues Geld, das neu da ist, können wir jederzeit dafür verwenden. Leuchtet das ein bis zum gewissen Grad? Ja, das leuchtet ein. Und warum kommt es noch nicht dazu? Wir haben ein kleines Problem. Ja, und das kleine Problem, dass ich seit Wochen, Monaten den Kontakt suche zu Fridays for Future. Die haben mich sogar mal eine Stunde in ihren Kreis gerufen und gesagt, wir wollen jetzt doch mal wissen, wie der 900-Milliarden-Plan fürs Klima aussieht. Und das Problem ist, ich treffe immer 2, 3, 4 in der Leitung, 2, 3, 4, die sehr aufgeschlossen sind, sehr neugierig sind, sehr diskussionsbereit sind, aber dann so 5, 6, 7 eher Ende Gelände, Extinction Rebellion und potenziell auch Revolutionslüstern, will ich mal hart sagen. Und teilweise auch gewaltbereit in ihrer Grundhaltung dem Kapitalismus gegenüber, dass sie quasi sagen, so was Realpolitisches. Einer hat mir das ganz offen gesagt. Wir kriegen hier eine Revolution à la Kuba hin. Wir brauchen keinen realpolitischen Plan. Das ist das Problem bis jetzt. Ja? Dadurch kommt es nicht zum Anruf bei Luisa Neubauer. Und die ruft deswegen nicht Greta Thunberg an. Und es kam nicht zu den entsprechenden Konferenzen, die angesetzt waren. Ja? Und bis jetzt scheitert es nur an diesem Punkt, an der Hoffnung, die jungen Leute, ich war dann auch sogar im Plenum eingeladen, im autonomen Zentrum. Da sagte mir eine junge Dame, also wir denken, dass wir so viel Power haben, dass wir so viel bewegen werden in der Welt, dass wir so einen Ansatz gar nicht größer zu diskutieren brauchen. Schade, aber so ist es. Da stehen wir gerade. Natürlich gebe ich nicht auf, denn denken Sie, dass wir noch jemals wieder so eine Chance bekommen werden, dass die ganze Medienlandschaft über Weltverbesserung nachdenkt? Ja, das ist schon schön, also das ist schon wichtig, gut. Und deswegen ist so meine Bitte an Sie, ich habe Ihnen ja gezeigt, wo Sie das alles im Internet finden, einfach mit anderen Leuten darüber kontrovers diskutieren und teilen. Denn für mich ist es so, wenn wir diese Chance verpassen, einfach nur, weil manche zu revolutionär denken, ja, dann wäre das so traurig. Also ich fände es einfach nur traurig, weil ich möchte 127 werden, die uns einen Wissenschaftler, nicht von uns, ein anderer Professor, ein Altersforscher, hat gesagt, 127 ist unser Genbestand. Dass wir das nicht erreichen, liegt an unserer schlechten Ernährung, an unserem falschen Gesundheitssystem, an und. Dass die Leute mit Medikamenten überfüttert werden. Ja, ich glaube auch, dass ein Krieg gegen ein kriegerisches System funktioniert nicht. Ein Aufrüsten funktioniert nicht. Es muss eine andere Möglichkeit geben. Es muss einen friedlichen Weg geben und die Menschen mitnehmen. Ja, richtig. Auch die deutsche Wirtschaft mitnehmen, weil am Ende, wir wollen ja nicht unbedingt, dass unsere Wirtschaft kaputt geht unter dem Prozess. Nee. Ja, dann danke ich Ihnen sehr für dieses tolle Interview und ich hoffe, wir schaffen es.